Wow, es ist Feinheit. Super heiß, über 30 Grad im Schatten und einfach so ein richtiger Sandlertag. So ein Tag zum Loslassen, zum Sachen wegschicken, zum Einfühlen oder Hinfühlen, wie es sich anfühlt, einfach nur da zu sein und nichts zu tun. Einfach nichts zu tun ist jetzt nach so einer anstrengenden Woche mit über 20 Kindern eine sehr große Herausforderung, sich einfach hinzusetzen und die Dinge sein zu lassen, das Geschirr stehen zu lassen, wo es steht. Und plötzlich fährt dann ein Nachbar auf dem Hof und sagt, hey, was hältst du denn davor, wenn wir heute Mittag essen miteinander? Und wir waren da jetzt oben und waren einfach zum Essen eingeladen. Haben uns ein bisschen in die Hängematten geschmissen, eine Stunde halt geschlafen. Und ja, die Dinge laufen von ganz alleine. Wir müssen nichts tun, um sein zu können. Aber die Menschen haben gelernt, genau das Gegenteil. Dass bevor man sein kann, was man sein möchte, ganz viel möchten muss, um irgendwann mal der zu sein, der man sein möchte. Und das ist definitiv falsch. Und darum lade ich dich einfach ein, sei du, so wie du bist. Und lass einmal 13 Grad sein, lass die Dinge einfach mal, wie sie sind. Räum nicht her, räum nicht weg, lass einfach die Dinge geschehen. Schau Löcher in die Luft und fühl dich einfach nur glücklich. Namaste.